Hi Leute, willkommen zurück zum neuen Video hier auf meinem Kanal. So, ich starte eine FIFA 21 Karriere mit dem FC St. Pauli als Trainer. So. Hab schon ein bisschen angefangen, halt nur ein paar Spiele auf die Transferliste gesetzt und auf die Wunschliste. Die sind auf der Transferliste bis jetzt oder und auch Leihliste. Die sind auf der Wunschliste, die werden alle beobachtet. Das sind Talente. In der Ausstellung werde ich nicht so spielen, ich werde wahrscheinlich die 4-4-1-1 spielen. Ne, halt mal. Eine mit zwei Stürmern will ich spielen. Wieder. Oder mit zwei ZDMs. Weiß ich noch nicht. Funktioniert auch irgendwie. Okay, dann brauche ich so. Na, so ist besser. Erstmal hier weg lang entscheiden, welche Ausstellung man nimmt. Ja, ich will halt irgendeinen. Zwei Stürmern. Aber auch mit einem ZOM. Stellen wir den halt ins ZDM. Gehen ins ZOM. Passt es schon. Und Akireen. Da. Wo ist er? Da. Meiji. Löw kommt drauf. Die werden gewechselt. Voilà, kommt noch rein. Ja, glaube so würde ich es jetzt mal lassen. Ich werde die wahrscheinlich auch noch ändern, die Ausstellung. Nur da. Statt Olsen werde ich wahrscheinlich Zander rein. Weil der halt mehr Tempo hat. Halt. Da drüben Knoll. Und Buchtmann kommt dann noch für Bäcker, weil ich Bäcker verleihe. Ja. Mal die Training muss ich halt am Anfang spielen, dass ich überall eine gute Note bekomme. Oh,
Aber das werde ich dann meistens eigentlich rausschneiden, vielleicht auch drin lassen oder einfach auf Screen spielen, weil es jetzt für die meisten wahrscheinlich nicht so interessant ist, das Training. Ich mal laufen lassen. Ich habe sowieso eine Ahnung. So, nächste Übung. Okay. Okay, ich bleibe viel zu lange drauf. Geht doch. Werde ich dann wahrscheinlich auch Screen besser machen. Auf eine A. Als ob ich so schlecht bin. Jetzt dann. Hey, ich drücke X. Ja, okay, macht das offscreen. Keine Ahnung, was mit mir da gerade los ist. Als ob ich gerade so schlecht bin. Also, ich werde jetzt das Turnier kurz durchsimulieren. Und die Trainingseinheiten spielen bis zum ersten Spieltag und dann ja. Das werde ich jetzt rauskrachen. Ja, gerade sind die ganzen Abschlussberichte reingekommen. Scout-Abschlussberichte. Hat eine 66, 2 Millionen. Schon eine 78. Gut, da habe ich glaube falsch geguckt, weil ich habe gedacht, der hat unter 60 und was. Den hole ich mir wahrscheinlich, weil der hat nur 1, der kostet nur 1,8 Millionen, hat eine 65 halt. Aber hat glaube ein 80er Potenzial oder so. Oh, den haben wir geguckt, haben wir auch geguckt, gesehen. Kiho. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. 660, 2 Millionen, Signaler hatten 74. Oh.
So, ich bekomme jetzt hier Angebot rein für Zwickala von FC Lausanne Sport. Und ich werde es wahrscheinlich annehmen. 1,3 Millionen. Ah, ich kann gucken, ob ich vielleicht noch 1,4 Millionen kriege. Ja, okay, passt. Mal gucken, ob sich der dann verkauft. Jetzt kamen hier gerade Angebote, ja, an. Für Marquinhos. Den wollte ich verkaufen. Oder werde ich jetzt. Da will ich nämlich eine Million. Mindestens. Marsch, ein Jahr ausleihen, nehme ich an. Na, wer wo, glaube ich auch. Delegiert bei 1,2 Millionen. Mal gucken, ob die es annehmen oder einen anderen Preis vorschlagen. Wo sonst sind wir, haben wir 7 Millionen auf dem Konto jetzt. Sind im Turnier rausgeflogen. Testspiel. Jetzt werden erstmal Spieler verpflichtet. Also. Siemens wollte ich holen. Ah, wollte ich. Nein, wollte ich nicht zahlen. Biete mal genau den Marktwert. Jetzt mal 9 Millionen, na, kann man eigentlich annehmen. Rolle im Kader, würde sagen, Rotation. Ich kenne mich damit nicht aus mit den Rollen im Kader. Vertragslauf 5 Jahre. Keine Freigabesumme. Hohen Gehalt muss ich selber. Na, ich biete mal genau das, was er aktuell hat. Passt. Dann möchte ich Wagnermann oder Thiel. Ich frage erst mal bei Wagnermann an. Ich biete auch mal direkt den Marktwert, 3,6 Millionen. Hätten wir noch einen, oh, 4,9 Millionen. Okay. Aber ohne Weiterverkaufsgebühr. Sagen wir mal 4 Millionen. Sage ich. Ne. 4 Millionen mit Weiterverkaufsgebühr von 2%. 5%. Ja, okay. Ich glaube, das ist das Wenigste, was ich da
Ja. So, Schlüsselspieler. Ja, können wir machen. Lass mal halt Zander oder hier 5 Jahre. Olsen verkaufen. Glaube ich, wird dann den Jüngeren verkaufen. Na, der kommt gleich in die Startformation. Zander ist 24 und Olsen ist 27. Ja, dann tue ich Olsen auf die Transferliste. Liste setzen. Siemens. Den werde ich mal auf die Bank setzen. Genau. Ja, dann sehen wir uns zum ersten Season-Spiel wieder. Das werde ich wahrscheinlich simulieren. So. Erster Spieltag gegen Braunschweig. Ich erstmal Ausstellung werde ich wahrscheinlich so lassen. Außer dass ich Siemens spielen lasse. Ja, lass ihn hier spielen. Gehen wir an die Pressekonferenz. Wie wirkt sich die Vorbereitung auf die Aufstellung fürs erste Pflichtspiel aus? Ich vertraue meiner Mannschaft. Kann das Team einen Platz im Tabellenkeller verhindern? Wir müssen vorsichtig sein, würde ich sagen. Was erwarten Sie vom Debüt von Wagnermann? Er braucht noch eine Weile. So, und das Spiel werde ich noch. Werde ich simulieren. Aber so, dass ich noch eingreifen kann. Versuchen Sie es mit dem Doppelpass. Leider sind die Ball hoch.
Schade. Ach so. Zum Glück kein Tor. Okay, Halbzeit. Ah, 0-0. In der 60. Minute werde ich auswechseln und dann wahrscheinlich auch selber spielen, wenn es noch 0-0 steht. Teammanagement. Matanovic. Für Burgstaller. Knoll für Benatelli. Und Zierreis für Lawrence. Wird da eingreifen. Spiel ich selber. Uff. Spiel übrigens auf Weltklasse, wenn es interessiert. Ich kann aber natürlich auch noch hochstellen im Laufe der Karriere. Das war ein Fehlpass, ein schlechter. Okay, offensiv stellen. Die ganz
Hey, was mache ich hier so viel, Pässe, Mensch? Aha. Okay. Mann. Jetzt komm. Ah, das war es wahrscheinlich. Mann. Ach komm, pfeif auf, Schiri. Wahrscheinlich. Nach der Ecke kriege ich jetzt ein Konto und da pfeift er ab. Ist öfter so. Bei mir. Drück doch X, mein Spiel. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Sind Sie über das Auftaktergebnis enttäuscht? Das hat nicht gereicht. Wie haben Sie das enttäuschende Debüt gesehen? Man muss realistisch sein. Tod, Kirei, der Verlust seines Startplatzes. Kirei muss im Training alles geben. Okay. Der 85er Trainerbewertung. Trotz 15 Platz. Ja, also das war's hier mit dem Video. Vergesst nicht zu abonnieren. Eine Bewertung auf dem Video dazugeben. Bis zum nächsten Mal. Euer Tim 09. Ciao.